Okay, ich bin bereit. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Einy. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut. Gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf. Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf. Okay, gut. Hab es. Nicht mich, den Wagen, den Wagen! Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Und 0 Sekunden! Heiß auf! Doc, was ist mit dem Auto passiert? Beruhige dich, Marty. Ich habe gar nichts aufgelöst. Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt. Und wo zum Geier sind sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Moment. Doc, Sekunde. Wovon reden Sie da? Eine Zeitmaschine? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktion. Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Das ist es! Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt proportional zur 4. Wurzel von N. Im 9. wären die Konsequenzen katastrophal. Wow, Déjà-vu. Furchtbaren Fehler gemacht. Doc! Nein! Es tut mir leid, Marty. Doc! Kommen Sie zurück! Doc!
Marty, ist alles okay? Ja, Mom, war nur ein Albtraum. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1900. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Schon begonnen, der Verkauf? Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Doc, Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne? Das ist nicht fair, aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Hey, Marty! Hi, Biff. Schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben sind? Nein, ich schätze, ich schwelge nur in Erinnerung. Ein Stein fehlt mir. Ich frag mich, warum Doc die nicht mitgenommen hat. Hey, lass Biff, mich! Lass Marty jetzt in Ruhe. Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Oh, klar. Entschuldige, Marty. Ein Aquarium? Ich wusste gar nicht, dass Doc Fische hatte. Docs Fische hatten einen komischen Geschmack. Fast so wie Doc. Hat es die Natur so eingerichtet, dass man selbst mit einer Zeitmaschine nicht eingreifen kann, um zum Beispiel seine eigene Zeugung zu verhindern? Hey, Dad. Hör zu, dieser Verkauf ist ein Witz. Doc ist erst seit ein paar Monaten weg und zufällig ja, weiß ich... Ja, du hast es uns erzählt. Er ist nicht tot, sondern verreist. Angenommen, du hast recht. Hast du daran gedacht, dass diese Reise eventuell nicht ganz freiwillig war? Ich sage es nur ungern, aber Doc hatte eine Menge Schulden überall hier in der Stadt. Vielleicht versteckt er sich vor seinen Gläubigern. Du hast ein völlig falsches Bild von Doc. Sicher, er kann nicht mit Geld umgehen, weil er nun mal größere Dinge im Kopf hat. Trotzdem ist er ein aufrichtiger Mensch. Er würde niemals vor seinen Problemen davonlaufen. Nein, du kennst ihn besser als ich, mein Junge. Aber die Bank hat das Recht, seine Sachen zu verkaufen. Wahrscheinlich solltest du versuchen, ein paar bezahlbare Dinge für dich zur Erinnerung zu finden, bevor Biff sich alles schnappt. Was macht Biff hier?
Er war kein Freund von Doc. Es ist ein öffentlicher Verkauf, Marty. Jeder kann kommen. Sogar Biff. Wer ist überhaupt für den Verkauf verantwortlich? Oh, das bin dann wohl ich, Junge. Du? Warum? Nun, als klar wurde, dass die Bank den Verkauf durchführt, habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich wollte sicher gehen, dass Docs Sachen mit einem Mindestmaß an Respekt behandelt werden. Nicht wahr, Biff? Genau, Mr. McFly. Glaubst du, Träume können die Zukunft vorhersagen? Ich mag ja dieses mystische Zeug nicht besonders. Ich glaube aber, dass sie widerspiegeln können, was du über die Zukunft denkst. Was hast du geträumt? Oh, nur komisches Zeug. Über Doc. Das ist verständlich, findest du nicht? Ja, wahrscheinlich. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es etwas bedeutet. Ich schaue mich weiter um. Danke, Dad. Lasst uns mal richtig aufdrehen. Es hat ewig gedauert, sie zu reparieren, nachdem ich sie überladen hatte. Und jetzt kauft sie irgendein Trottel für ein paar Cent. Doc hat dieses Modell der Innenstadt von Hill Valley schon 1955 gebaut. Sogar die Turmuhr funktioniert. Was zum... Ist das Docs Notizbuch da drin? Hey, das sieht genau aus wie das Gerichtsgebäude. Das muss man ihm lassen. Er hat geschickte Hände. Biff, kann ich das mal sehen? Das würde super in mein Aquarium passen. Was Neues für den Karpfen zum dran knabbern. Kann ich das Modell mal einen Moment sehen? Ich muss da was rausholen. Was denn? Ein Freispruch vielleicht? Nur ein Scherz. Oh, ha. Im Ernst, kann ich? Nein, ich glaube, ich behalte es. Gib es her, Biff. Naja, mal sehen, was wir hier haben. Sieht aus wie ein Plan für irgendwas. Was ist ein Fluxkonformator? Das geht dich nichts an. Doc wollte, dass ich... Brown ist hinüber, Kleiner. Aber das könnte etwas wert sein. Ha! Hey, lass mich probieren, Marty. Biff, gib Marty auch mal die Gitarre. Sie haben recht, Mr. McFly. Doc muss da ein paar krasse Sachen zusammengeworfen haben. Riecht nach Rindereintopf. Hoffentlich war das kein Giftgas oder so. Genug von dem Mist. Also, Biff? Entschuldige, Marty. Doc hat seinen Jules Verne wirklich geliebt. Hey, Biff. Es ist nur ein Notizbuch mit Docs Kritzeleien. Was hat Doc schon erreicht? Nichts. Dann ist es wertlos, oder? Wäre es wertlos, würdest du es nicht unbedingt haben wollen. Ich will das Notizbuch nur, weil ich daran hänge. Es ist wie ein Stück von Doc. Doc ist tot. Zeit, dass du darüber hinwegkommst. Das Notizbuch wäre für dich bedeutungslos. Du würdest nicht verstehen, worum es geht. Willst du sagen, ich wäre zu dumm? Du kannst das Notizbuch nicht behalten. Es ist zu gefährlich. Wird es etwa explodieren, oder was? Nun, so etwas in der Art. Ich versuche mein Glück.
Ich bezahle dafür. Wie viel? Ich bezahle dafür. Wie viel? Du kannst das Notizbuch nicht behalten. Es ist zu gefährlich. Wird es etwa explodieren oder was? Nun, so etwas in der Art. Ich versuche mein Glück. Ach, vergiss es. Sieht ohne das Gerichtsgebäude irgendwie leer aus. Genug von dem Mist. Also, Biff? Entschuldige, Marty. Hey, Dad, warum hängt an meiner Gitarre ein Preisschild? Entschuldigung, Junge. Da war wohl jemand übereifrig. Nimm sie dir. Ich kläre das mit der Bank. Hier ein altbekannter Song. One, two, three. Sieh mal an, Chuck Blödkopf. Ich zeig dir mal, wie das geht. Also, Biff, ich glaube, das ist Martys Gitarre. Oh, natürlich. Sie haben recht, Mr. McFly. Ja, bitte, Marty. Also, lass mal was hören. Was habt ihr Kids nur aus Rock'n'Roll gemacht? Hat es die Natur so eingerichtet, dass man selbst mit einer Zeitmaschine nicht eingreifen kann, um zum Beispiel seine eigene Zeugung zu verhindern? Dad. Dad, wegen Biff. Ich weiß, du willst helfen. Er spuckt große Töne, mein Junge, aber so zäh ist er nicht. Ich habe schon lange mit ihm zu tun. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Ich aber auch. Ja, das stimmt wohl. Okay, mein Junge, ich halte mich da raus, aber du weißt, wo du mich findest. Dieses Notizbuch ist Docs Erbe. Es ist meine Pflicht, es zu schützen. Moment mal. Hast du mir nicht gerade erst erzählt, Doc wäre noch am Leben und würde irgendwo herumreisen? Ja. Warum ist es dann deine Pflicht, sein Erbe zu schützen? Beides geht nicht, Marty. Wenn Doc lebt, kann er sein Erbe selbst schützen. Probleme? Biff? Er hat diese Sache und ich brauche sie unbedingt zurück. Wenn er etwas von dir gestohlen hat? Nein, es ist eins von Docs Notizbüchern. Er hat es zuerst gefunden, aber... Oh, dann kann ich dir wohl auch nicht helfen. Ich schätze, du musst seine gute Seite wecken. Oder so. Oder so. Ich schaue mich weiter um. Danke, Dad. Warte, einen habe ich noch.
Ich behalte dieses Foto von meinem Vater, um mich daran zu erinnern, dass auch der größte Versager ein cooler Typ werden kann. Hey, Biff. Ach, vergiss es. Sieht aus wie ein Blitzableiter mit Handkurbel. Oder vielleicht ein blitzbetriebener Bleistiftanspitzer. Nun etwas, auf das eure Kinder voll abfahren werden. Danke fürs Warmspielen, Milchgesicht. Sieh dir an, wie ich die Bude rocke. Wie du meinst. Hau rein, Biff. Doc, wo sind sie?